Hallo und herzlich willkommen zurück zur 33. Folge von Fallout 3. In der letzten Folge sind wir schon auf eine Gefangene getroffen, die hier eingesperrt ist. Und wir haben jetzt auch noch ein bisschen weiter gesucht und haben hier unten im Keller noch einen weiteren Gefangenen getroffen. Oh, das ist ja nett. So, wir gucken uns erstmal um. Der hat auch noch einen Schlüssel bei. Das ist ja auch richtig nett. Gucken, ob hier ein paar Minen rumliegen. Ein Baseball, eine Hockeymaske, eine Nuka-Cola, ein Spielzeugauto. Okay, so. Was haben wir da? Das ist nichts drin. Was soll hier? Kronkorken. Putzmittel. Leer, leer. Das ist hier nichts. Kronkorken. So, warum muss ich mal mit ihm unterhalten? Kollege. Gott sei Dank. Wer sind Sie? Egal, spielt jetzt keine Rolle. Wir holen jetzt Red und hauen ab. Sie gehen voran, ich folge. Los geht's. Bewegung! Bin ich nicht der hier, der mit und... Los, jetzt machen wir... Red, geht's gut. Okay, wenn Sie das sagen, Boss. Aber wenn wir in Big Town ankommen und sie ist nicht da, bringe ich sie um. Oh. Das... So. Sieht so aus, als würde ich eine Waffe brauchen. Warten Sie hier, bis ich zurück bin. Ja, er soll mal mitkommen, ne? Ich bleibe dicht hinter ihm. Eine Waffe kriegt er nicht, der Typ. Der will mich ja jetzt schon, ne? Splittergranate. Zuckerbombe, das wäre ja wirklich ärgerlich, wenn die nachher nicht mehr da ist. Naja. Was piepst denn hier auf zu piepsen? Zündflamme, Zündflamme. Kann ich den Typen vielleicht auch mal kurz beklauen? Du hast eine Zigarette direkt. Wo hast du die Zigarette eigentlich, Herr Typ? Ja, jetzt guckst du blöd. Hm? Oh Gott. Ich will nur erstmal kurz hier vorne umgucken. Energiezellen. Eine 10mm Pistole, super. Und auch noch Muni. Gut, dass du mitmachst. Verschlossen. Gucken wir gleich mal eben. Alter, was haben die hier gemacht? Schießübungen dort. Das ist ja lecker. Oh ja. Das ist super. Kann doch nicht wahr sein. Wo ist die Tür von der anderen Seite? Ne, kann ja nicht. Ich bin dann unten gegangen. So, Kollege, komm mit. Wer jetzt ist hier deine Frau oder was weiß ich nicht mehr da? Ne, die war ja gar nicht. Du bist hin. Okay. War die Nummer? Orientierung. Hier. Tada. Da. Wie schön, dass du am Leben bist, Shorty. Was glaubst du, wie froh ich erst bin? Jetzt lass uns verdammt nochmal abhauen von hier. Na gut. Schreck mich denn nicht so. Ich will da wirklich nicht raus vor der Tür. Hey, sollen wir noch weiter Achtung. Verstecken? Alter, was hast du vor? Möchtest du jetzt wirklich zu dem Typen hinrennen? Bist du blöd?
Mensch, zum Glück hast du mich dabei, ne? Kollege Plattfuß. Da sollten wir da nicht lang. Wo ist die Frau hin? Frau? Wo ist die Frau? Wollt ihr nicht mitkommen? Wir können in Big Town wieder reden. Aber jetzt hauen wir erstmal ab von hier. Mir ist es nett. Sie und Shorty, folgen Sie mir. Warten Sie bis hier. Wir bleiben dicht hinter Ihnen. Ich muss sie erstmal anreden. Jetzt kommt's aber, ne? Oh Gott. Der Kollege macht hier schon seine... spawnt doch nicht genau von mir. Jetzt kommt hier mit. Wir gehen. Was macht... Ach du Vogel. Wie, ihr springt mir jetzt genau davor. Dann hau ich euch aber kaputt. Ja, ja, das hat sehr gut hingehauen. Ja, lad doch nach. Ich bin froh, dass das vorbei ist. Geht's euch gut? Mir wird's besser gehen, sobald wir sicher sind. Ich hoffe nur, Sie wissen, was Sie tun. Ja, ja, bestimmt. Vertraut dem komischen, blassen Typen mit seinem komischen Gesicht. Du. Schön. Nagel, nein. Ich wollte eigentlich den mal looten. Jagdflinte. So, ihr. Wo müssen wir eigentlich lang? Geradeaus. Können wir da schnell hinreisen? Können die auch schnell reisen? Moment mal eben. Mal kurz speichern. Mal gucken, ob die mit schnell reisen können. Da haben wir uns ja ganz, ganz viel weggespart. Hupp. Tada! Was? Zähl ich denn überhaupt nicht? Unser Held kehrt zurück. Er hat zumindest mich gerettet. Ja, was sagt er? Krieg ich jetzt meine übelst dickste Belohnung hier? Bin doch der Held der Nation hier, oder nicht? Mit Red. Wer ist denn hier unser Red? Sieht auch jedes Mal schlimmer aus. Bin ich froh, wieder sicher zu Hause zu sein. Ja, ich erstmal. So, bin froh, dass es Ihnen gut geht. Und geben Sie mir bitte keine Belohnung. Geben Sie mir bitte keine Belohnung? Sie haben doch vor, mich dafür zu bezahlen, dass ich Sie rette, richtig? Natürlich. Sehr Meine gut. Rettung war für Sie ein Job und Sie sind ein echter Profi. Aber sowas von. Also bitteschön. Ich wünschte, ich könnte Ihnen mehr geben. Was gibt's denn mir denn? Oh, gut. Mehr bekomme ich als Lebensretter nicht. Etwas mehr dürfte schon sein. Keine Ursache. 46%. Nun, ich schätze, das hier können Sie auch haben. Ich hatte es gespart, um für die Leute in dieser Stadt Medizin zu kaufen. Ich weiß, dass Sie Ihr Leben schon mal riskiert haben. Aber die Mutanten reden von einem weiteren Angriff. Wahrscheinlich sind sie schon bald hier. Nummer 200 Kronkorken. Super. Nehmen Sie das Geld wieder. Außerhalb der Stadt will ich keine Medizin. Level erhöht. Jetzt hat sie mir... Ja, hier, nehmen Sie das Geld. Ich wollte eigentlich Medizin für die ganzen kranken Menschen hier kaufen. Aber nehmen Sie nur die Kronkorken. Nee, dann will ich nicht. Nehmen Sie das Geld wieder. Außerhalb der Stadt will ich keine Medizin nehmen. Ich kann euch helfen, euch zu verteidigen. Ich bleibe in der Nähe und töte Mutanten. Dann sollten Sie Ruhe geben. Oh, danke. Ja, hier, dann sieht's mal. Ich habe gesagt, der gibt jetzt alles ab. Der gibt's 500 ab. Ich kann euch helfen, euch zu verteidigen. Wirklich? Mhm. Das ist ja großartig. Naja. An was hatten Sie denn gedacht? Weiß ich auch noch nicht. Kleine Waffen, wenn Sie sich bewaffnen können, bringen Sie ihnen Schießen bei. Die hat doch eine Waffe von mir bekommen. Ich bleibe in der Nähe und töte Mutanten, dann sollten Sie Ruhe geben. Das Gesetz des Ödlands. Ja, ich bleibe nicht in der Nähe jetzt hier. Kleine Waffen, wenn Sie sich bewaffnen können, bringe ich Ihnen das Schießen bei. Ich gebe dir jetzt keine kleine Waffe, ich habe doch gar keine. Wirklich? Ja, das ja. ist ja großartig. Ich werde es gleich allen erzählen. Sie sind wirklich ein Held, wissen Sie? Naja, geht so, ne? Ah. Ich lese hier immer bei Sprach und Waffenlos, lese ich immer sprachlos. Ich denke mal, was? Sprachlos? Kleine Waffen.
Was könnten wir denn mal machen? Sind da die großen Waffen? Ich weiß gar nicht. Bestimmt die Fähigkeit mit überdimensionierten Waffen. Fatman, Raketenwerfer, Flammenwerfer, Minigun und Gatling Laser. Aha. Kleine Waffen. Sturmgewehr, Luftgewehr. Ah, super. Die zählen alle zum kleinen. So, das sind alles kleine Waffen nur. Okay. Wissenschaft. Dann würde ich mal sagen, theoretisch müssen wir Dietrich höher bekommen. Dann machen wir mal. Setzen wir das mal auf 50. Jetzt könnte man theoretisch zurückgehen und die Türen öffnen, aber naja, oder was dann sonst noch irgendwas war. Energiewaffen reparieren. Können wir eigentlich schon relativ gut. Wissenschaft, Computer zu hacken. Schleichen. Wir können ja mal gucken, dass wir noch die Sprache ein bisschen hochbekommen. Schleichen könnten wir eigentlich auch ein bisschen höher machen. Reparieren haben wir schon eigentlich gut. Kleine Waffen. Ja, haben wir hier noch ein bisschen kleine Waffen rein und den Rest in Schleichen so. Und was haben wir bekommen? Wir haben einen Schatzsucher bekommen. Mit dem extra Schatzsucher finden Sie in in Behältern wesentlich mehr Nuka-Cola-Grundkorken als sonst. Hm. Naja, ich weiß ja nicht. Nicht wirklich. Sollen Sie eine Pistole oder eine ähnliche Waffe verwenden, die mit einer Hand bedient ist, erhalten Sie einen Bonus von 25% für Ihre Wets. Oh. Ja, aber das ist ja nicht nur eine Hand, ist es ja. So, Härte. Mit dem extra Härte erhalten Sie weitere 10% auf Ihre Gesamtschadenresistenz bis ein Maximum von 85. 10% halte ich mehr aus. Brauche ich eigentlich nicht. Mit der Eigenschaft Blutiger Tod fügen Sie mit Ihren Waffen 5% mehr Schaden zu. Hm. Bleimagen. Mit dem Bleimagen nehmen Sie... nein. Verständnis. Mit dem Verständnis erhalten Sie bei jedem gelesenen Fertigkeitspunkt einen weiteren Fertigkeitspunkt. Hm. Weiß ich nicht. Also eine Faust. Mehr fügen Sie... ja, haben wir schon mal alles gelesen. Vatersöhnchen. Ladykiller. Komm, wir nehmen mal Ladykiller. Vielleicht haben wir da ein paar extra Optionen. Danke für die Hilfe. Ich hoffe bloß, dass wir den nächsten Angriff auch überleben werden. Aber wahrscheinlich nicht. Du bist ja richtig optimistisch hier. So, was glauben Sie, wird mit Big Town passieren? Sie haben diese Supermutanten und ihren Appetit gesehen? Big Town kann nicht überleben, solange sie in der Nähe sind. Was, wäre ich? Achso, die Supermutanten. Wissen Sie, wie Big Town entstanden ist? So wie es aussieht, hat sich eines Tages ein Supermutant in einen Graben gehockt und die Stadt zum Teufel gejagt. Ich habe mich von Lamplight hierher geschleppt. Ich habe all die Geschichten nicht geglaubt, wollte aber nicht alle ohne mich gehen lassen. Ein paar Dutzend Angriffe auf die Stadt später stehe ich nun hier, wie eine Art Zutat in einem Supermutanten-Eintopf. Hm, gut. Wenn die Muties nochmal versuchen, mich zu schnappen, dann gebe ich abwechslungshalber mal ihnen was zum Knabbern. Kann ich auch mit der Frau reden? Was darf's denn sein? So, Sie sind Arzt, oder? Ich brauche Hilfe. Können Sie mich von der Verstrahlung befreien? Nein, ich habe gar nicht so viele. Ich brauche medizinisches Material. Sind Sie der Doktor hier? Ja. Solange Sie noch einen Arsch zum Hinsetzen haben, kann ich Sie zusammenflicken. Außerdem verkaufe ich medizinisches Material. Mhm. Wie läuft so ein Big Town? Oh, es ist super hier. Sieht man doch. Die Leute kommen für ihr Leben gern hierher, um Souvenirs mitzunehmen. Ich habe die Sklavenhändler immer dafür bezahlt oder sie hinters Licht geführt, damit sie uns in Ruhe lassen. Nicht, dass das viel bringen würde. Diese Mutanten sind das eigentliche Problem. Zu groß zum Erschießen und zu dumm zum Verarschen. Sie kommen einfach immer wieder. Ja. Sie sind Arzt und ich brauche Hilfe. Ich brauche medizinisches Material. Erzählen Sie mir die Geschichte dieses Ortes hier. Big Town? Mhm. Einfach ein Märchen. Die Bewohner von Little Lamplight, die 16 werden, dürfen nicht in den Höhlen bleiben, sondern müssen gehen. Und um die Leute zum Gehen zu bewegen, haben sie Big Town erfunden. Die großartige Stadt der Erwachsenen. Ich denke, sie haben bereits erkannt, wie viel Wahrheit hinter diesen Versprechen steckte. Hm. Können wir von der Verstrahlung befreien? Was hast du denn so? Alles klar, hier ist alles, was ich entbehren kann. 64 Kronkorken, Stimpacks. Willst du 38 haben? Ich weiß gar nicht, wie viel habe ich überhaupt noch? Wo haben wir die denn?
Ich habe nur 31. Schadenrisi, Strahlenrisi. Weiß ich auch nicht. Ja, können wir mal einen von mitnehmen. So, ich kann ja nicht mal verkaufen, aber nicht so wirklich viel. Können wir das mal akzeptieren. Sonstiges. Und zwar kannst du zum Beispiel mal haben hier. Zigaretten. Zigaretten. Vorkriegsgeld. Kernspaltungsbatterien. Die verwahre ich mal noch, glaube ich, oder? Splittermine, Laserpistole. Ja, die mal 6 Schaden, die kannst du haben. Kronkorken, Jagdflinte, die müssen wir mal untereinander reparieren. Abgesägte 10mm Pistole repariere ich mir selber. Das ist ein komisches Buffer, das kannst du haben. Deckung benutze ich gleich mal. Oh, ich bin ja schon ober. Na gut. Dann behalte ich das mal. So, nee, Moment. Ein weiterer zufriedener Kunde. So. Immer vorsichtig. Aber sowas von. Und zwar hatten wir Gegenstände, Hilfe. Und dort hatten wir. Moment, wo war das? Deckung. Sprengstoff um 1 erhöht. Sehr schön. So, kann ich mich doch mit jemandem unterhalten. Was gibt's denn? Guckst du denn so komisch hier durch die Gegend? Gibt es einen Händler hier im Ort? Was? Gibt es Händler hier im Ort? Ärzte? Es sind nicht mehr viele übrig, um Läden zu betreiben oder sowas. Sie könnten in Reds Klinik vorbeischauen, um sich zusammenflicken zu lassen. Ja, nö. Ich bin es so leid, Stan. Ja, das kann ich verstehen. Unser Held kehrt zurück. Ja, ich weiß, dankeschön. Ah, hallo, ich bin Bittercup. Du bist bitte was? Bittercup, ist das ein dümmster Name, den ich je gehört habe. Schön, Sie kennenzulernen, Bittercup. Endlich jemand, der kein Urteil über mich fällt. Mhm. Wissen Sie, die Leute hier sind sehr schnell davon überzeugt, alles über jemanden zu wissen. Was? Ich meine, nur weil ich anders aussehe, bin ich doch noch kein Freak, oder? Mann, diese Welt ist echt Mist. Niemand versteht das. Man hört immer nur bla 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 bla. Was ist denn mit diesem Mädchen los? Etwas verquer, sich in diesen Zeiten über sowas kurz zu verbrechen. Genau, mich versteht auch niemand. Ja, ich habe Wichtigeres zu tun, als mich über Mode zu unterhalten. Gott, es ist wirklich toll, dass mich endlich jemand versteht. Mhm. Ich meine, klar, als ich Little Lamplight verließ, war ich froh, endlich weg zu sein. Ich war mit Pappy befreundet. Ich bin hierher gekommen und er sagte ständig, Bigtown ist sicher. Aber das war Quatsch. Es gibt ständig Angriffe. Aber mit Lügnern gehe ich nicht aus. Also habe ich ihn verlassen und habe Flash getroffen. Hat nicht lange gehalten. Dann hatte ich was mit Timebomb. Was ist das für ein Name? Ich muss Ihnen etwas sagen, Bittercup. Gibt es hier in der Stadt jemanden, den Sie noch nicht... Was kann ich in der Gegend sonst so machen? Ach ja? Und was? Nicht, dass ich etwas darum geben würde, was Sie denken. Sind das die Optionen, die ich gerade freigeschaltet habe? Warum scheint es sich nicht zu kümmern? Was um Sie herum geschieht? Wenn ich das sagen darf, Sie sehen wirklich anders aus als alle anderen. Gutes Make-up. Leichenblässe spiegelt das Licht so schön wieder. Keine Ahnung. Ist doch sowieso egal. Irgendwann enden wir alle als Mutantenfutter. Was wissen Sie überhaupt? Ihr Ödländer mit euren schmutzigen Klamotten und euren groben Gesichtern. Sie sehen wie ein Serienmörder aus. Sind Sie, schon liiert? Da stand doch gar nicht alles da. Moment, was haben Sie mich gerade... Ich werde Ihnen nicht verraten, weil Sie... Wieso? Nein, ich habe keine Beziehung zu Ihnen. Naja, ich muss jetzt los. Was? Aber ich würde mich über einen neuerlichen Besuch freuen. Mich auch. Hallo, bin wer da? Du musst gar nicht los, du setzt dich da hin. Ein Besuch also. Raten Sie mal, was ich in der Wüste gefunden habe, als ich eigentlich auf Patrouille hätte sein sollen. Hier, das ist für Sie. 10x10 Schuss hinzufügen. Was? Gibt es hier in der Stadt jemanden, den Sie noch nicht... Okay. Urteilen Sie nicht über mich.
Ich kann nichts dafür, dass diese Stadt nur aus Lügnern und Idioten besteht. Sie können sich nicht von mir trennen. Wir werden sowieso bald sterben. Aber warum glauben Sie, dass ich mich von Ihnen trennen würde? Wenn ich sterbe, möchte ich mich im Jenseits sicher nicht über die Trennung von meinem Freund sorgen. Man muss Prioritäten setzen. Was kann man hier dagegen so machen? Manchmal gehe ich durch die Stadt, um nach Kreide und Make-up zu suchen. Auch wenn man sowas hier nirgendwo kaufen kann. Dieser Ort ist wie eine Geisterstadt. Ich wünschte, es wäre eine Geisterstadt. Wenn ich tot bin, werde ich hier sicher spuken. Ich bin so ein bisschen durch. Wenn die Muties sie erwischen, kommen sie als Geist zu mir, ja? Ja, und dann erschrecke ich sie. Doch gesagt, dass er es packt. Aber mir wollte ja keiner glauben. Mir glaubt nie einer. Mir auch nicht. Soll ich jetzt hier rein? Hallo, Radio Enklave. Ich sehe vielleicht jetzt mal irgendwas Neues bei. Präsident von langweilig. Ja, kann man sich noch irgendwie unterhalten? Hallo. Was? Was? Sprache 76. Sind Sie mit Bitterkap hergekommen, richtig? Gibt es hier jemanden, der eine Kamera bringen kann? Ich habe ihr gesagt, dass es hier sicher ist. Wie konnte ich wissen, dass alles gelogen war? Sie hat mich fallen gelassen und als Lügner beschimpft. Okay, ich habe mich selbst belogen. Aber das war ihr egal. Dann fing sie an, mit Flash auszugehen und wurde ganz komisch. Zum Glück bin ich sie los. Mit Flash? Der war ganz schön schnell, oder? Gibt es hier jemanden, der meinen Kram reparieren kann? Das interessiert mich doch gar nicht. Wir werden alle sterben. Das ist wunderschön. Aber haben wir uns schon hier unterhalten? Was gibt's denn? Och, nichts. Gibt's gar keine extra Option. Tschüss. So. Hallo. 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 Ich habe gehört, Sie sind mit Bitterkap mal was miteinander hatten, ja? Oh Mann, vergessen Sie's. Man denkt immer, so ein Mädchen sei auf Abenteuer aus. Aber dieser Brunnen ist versiegt, glauben Sie es mir. Sie redet immer nur darüber, dass sie alle hasst und ihre Kleidung so dunkel ist. Ein Mann kann das nicht ewig aushalten. Irgendwann reicht's. Den armen Peppy hat's am schlimmsten erwischt. Er ist noch depressiver, seitdem sie ihn wegen mir fallen gelassen hat. Dabei gibt's doch Schlimmeres. Ja, nein. Halten Sie nach Beauties Ausschau! Ja, nach Beauties. Nach dem Beauty-Channel halte ich Ausschau. Hallo. Hier sieht's gut aus. Ich weiß, ich bin ja auch da. So, tschüss. Halten Sie sich von Mutanten fern. Mach ich. Was können wir sonst noch machen in der komischen Stadt? Die ist überall nichts, ne? Das Ding habe ich ja schon alles leer geräumt, wenn hier überhaupt mal irgendwas war. Das ist doch doof. Haben wir uns schon unterhalten? Was? Was? Ja, wir haben uns schon unterhalten. Bis später. Mhm. Hallo, wunderschönes Amerika. Hallo. Hier spricht Präsident Eden. Hier spricht Präsident Eden. Wo bin ich denn jetzt hier? Was rennst du denn so komisch hier durch die Gegend? Was ist los? Was ist los? Oh. Hallo. Kann ich Ihnen helfen? Wieso mir? Weil du hängst so komisch rum. Wenn Sie jemanden aus Lamp. Was ist denn los? Ich sehe unten auf der Karte nichts. Ihr habt den Roboter rumliegen. Kann ich nicht reparieren, ne? Könnt ihr mir sagen, was hier los ist? Sie sind sehr schwer verwundet. Sie will keine einfache Operation. Sie sind sicher, dass sie sie versuchen möchten. Ihn von seinem Leid erlösen. Operation durchführen. Egal, wen kümmert er schon. Nach ein paar misslungenen Versuchen ist es gelungen, Timebombs Wunden zu nähen. Er sollte durchkommen. Sie haben mir das Leben gerettet. Na klar. Danke. Verdammt! Was ist passiert? Keine Ahnung, du lagst hier rum und ich hab hier ein bisschen so und dann ging das schon wieder. So, 7 Schusswunden und 2 Schlüsselbeinbrüche, ist aber alles wieder gut verheilt. Ich wollte, dass sie bei Bewusstsein sind, wenn sie... Was? Wenn ich sie töte.
Ist nichts passiert. Ich brauche nur eine Antwort und ein paar Fragen. Wow, das ist... Sie haben mir das Leben gerettet. Danke. Sie sind ein guter Mensch. Wissen Sie das? Ja, weiß ich, natürlich. So, das war nicht gratis. Arztgebühren sind hoch, verstanden? Gern geschehen. Natürlich, ich verstehe. Hier, mehr habe ich nicht. 5 Kronkorken, ja gut, nimm mir halt die 5. Bitterkopf meinte, dass sie zwischen euch beiden... Ach ja? Mhm. Wow, das ist mir neu. Wie lange war ich nochmal bewusstlos? Boah. Sie hat mir doch nichts, angetan, als ich bewusstlos war, oder? Mhm. Oder doch? Das würde diese seltsamen Träume erklären. Mhm, und hier die komischen, das ist nicht gesund. Gibt es hinter hier vom Ortsärzte, wissen Sie etwas über Mutantenangriffe? Ich erinnere mich an Schreie und Schüsse. Eines dieser großen, unförmigen Dinge hat auf mich geschossen. Mehr weiß ich nicht mehr. Entschuldigung, ich wollte nicht mal auf dich schießen. Erzählen Sie mir etwas über Big Town. Puh, das ist lange her. Ich weiß nicht genau wann, aber alle, die erwachsen werden, enden irgendwann hier. Von uns sind nicht mehr viele übrig. Ja, das ist ja schade. So, Ärzte. Naja, Sie haben die Klinik gesehen. Red ist die Schlauste in Big Town. Ich würde Sie fragen. Na gut, tschüss. Vorsicht da draußen. Ja. Ist er jetzt rausgegangen? Kann ich jetzt endlich mal hier reingucken? Der Schloss kann ich gar nicht mehr ohne Schlüssel. Verdammt. Hat er einen Schlüssel? Was ist denn hier los? Ist hier ein Angriff gerade? Das ist wirklich ein Angriff. So, wie es weitergeht und wer der Angreifer ist, den wir gerade gesehen haben, das sehen wir jetzt in der nächsten Folge von Fallout 3. Bis zum nächsten Mal.